Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Non-Farm Payrolls Live Trading mit Dirk Helger, der es heute dann wieder geschafft hat, mit uns das Webinar zu machen nach dem stressigen Umzug, wobei er noch mittendrin ist, so wie ich das verstanden habe. Aber das soll nicht das heutige Thema sein. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und hoffentlich, ja, haben wir wieder eine schöne Bewegung heute. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, schönen Nachmittag, Friedrich. So, lieber Dirk, dann kriegst du jetzt den Bildschirm. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob das jetzt Bildschirm 2 ist oder 5 oder 16. Ja, wir werden es rausfinden. Im Zweifelsfall ist es immer Bildschirm 2. Keine Gut. Ahnung. Ja, passt. Das sieht gut aus, ja. Das sieht Na doch dann, gut aus. viel Erfolg und viel Spaß. Bis auf den komischen kleinen Balken da unten, der da nicht hingehört, dieses graue Ding. So, aber ansonsten Oh, sollte es oh, ja. oh. Ja, ganz unten, da ist so ein Balken da so. Kann den gar nicht, kann nicht zeigen. Da hat Doch jemand da. schlampig gearbeitet. Naja, ist wohl so. Ist wohl so. So, ich muss jetzt auch erstmal hier wieder in den Modus reinkommen, nachdem ich hier 2 Wochen nur im Dreck gewühlt habe und sage an der Stelle dann auch hallo und herzlich willkommen zum heutigen NFP Live Trading mit meiner Wenigkeit. Ich habe es gerade so hingekriegt. Ich musste das letzte Webinar am Dienstag absagen. Das hat nicht funktioniert. Da war ich etwas zu überambitioniert. Aber wie das dann eben immer so ist, man macht ja irgendwie alles andere zuerst, beziehungsweise kümmert sich um alle anderen Zimmer und so weiter, weil der Nelson hat es ja gerade erwähnt, wir waren ja hier im Umzug, beziehungsweise sind es immer noch. Und damit immer bloß alle anderen erstmal ruhig sind und zufrieden sind, machen wir das zuerst. Und das eigene Büro kommt dann irgendwie zum Schluss. Mein Büro sah bis gestern noch aus, es stand noch nicht mal ein Tisch und nur irgendwie gepackte Kartons. Und das ganze Einzige, was ich die ganze Zeit hatte, war halt ein Laptop. So, und mit dem musste ich Bist mich du dann halt irgendwie so durchschlagen. Hast du was gesagt? wirklich umgezogen? Sieht ja immer noch genauso aus wie vorher da im Ja, ne? Hintergrund. Guck mal, sogar Nelson ist da hinten am Start. Da habe ich Also nämlich ich weiß nicht. extra drauf geachtet. Ja, doch, guck mal, der ist jetzt ein bisschen verschwommener als vorher, weil die Ecke jetzt ein bisschen weiter weg ist und das hier alles ein bisschen tiefer ist. Ja, doch, doch. Aber guck mal, die Wand ist jetzt irgendwie so grün und vorher war sie halt grau. Aber klar, man sieht natürlich nicht viel. Das ist ja auch immer nur ein Ausschnitt. Wenn ich die Kamera umdrehen würde, gut, habe ich ja vorher auch nie gemacht, könnte es ja auch irgendwie dann wahrscheinlich keiner nachvollziehen. Aber ja, ist tatsächlich so. Und wie gesagt, ich habe auch gerade gesagt, ich wollte eigentlich draußen anfangen, so irgendwie mal irgendwie mit der Kamera irgendwie rumlaufen. Und mache ich dann ein andermal irgendwie. Aber es hat hier gerade irgendwie geschüttet wie aus Eimern. Ja, guck mal, der Timo auch. Ich glaube, der Dirk ist gar nicht umgezogen. Ja, aber so muss das ja auch sein. Man muss es ja gar nicht irgendwie so deutlich sehen. Aber man sieht zum Beispiel an Kleinigkeiten da hinten, nämlich eben, wie gesagt, der Nelson, der kleine hier, ne? Da, ich weiß gar nicht, kann ich da mit der Maus hin? Mal Ja, gucken, ob der das. ist weiter weg jetzt. Ja, genau. Sieht man die Maus? Nee, sieht man gar nicht, ne? Doch, Da doch. hinten, da ist auf jeden Fall der Nelson. Der ist jetzt weiter weg. Und der steht auch nicht mehr auf 2 schwarzen Behältnissen, sondern steht jetzt auf Orkans Buch. Genau. So, das sind so die kleinen Feinheiten. Aber gut, alright. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei mir, ich weiß noch nicht so genau, ich bin echt immer noch so im Chaos drin. Und muss erstmal wieder irgendwie klarkommen und auch mit dem Markt. Aber im Blog schreibe ich ja die ganze Zeit, von daher habe ich ja zumindest mal einen Überblick. Handeln irgendwie letzten 2 Wochen irgendwie so gut wie gar nicht, immer nur irgendwie Kleinstpositionen. Und weil das bringt ja auch irgendwie nicht wirklich was. Ja, neuen Friseur brauche ich wohl auch, das ist richtig. So, der ist, da war jetzt wirklich keine Zeit dafür, die letzten 2 Wochen. Und den Rasierapparat, den, naja. Gut, genug zu mir. Also, ich hoffe, euch geht es gut auf alle Fälle und ihr seid alle wohlauf. Ganz wichtig, was der Nelson gerade auch gesagt hat, ich kann das immer nur wiederholen, bitte nicht einfach nachhandeln. Ja, das ist, auch wenn es im Durchschnitt, behaupte ich, kann man wahrscheinlich auch das nachvollziehen und nachmessen. Das hätten wir eigentlich echt mal machen sollen oder ich irgendwie von Anfang an mal irgendwie so alle Webinare mal irgendwie aufschreiben, punktemäßig, was da rausgekommen ist.
Das wäre eigentlich ganz nett gewesen, aber das kann man ja immer noch machen. Für die Live-Trades in der Facebook-Gruppe habe ich das ja mal gemacht, irgendwie ein paar Monate. Das war schon ganz nett. Und ich denke mal, die Kurve hier im Webinar wird nicht anders aussehen, ne? Aber trotzdem ist es halt echt wichtig, vor allen Dingen, wenn man irgendwie nur ab und zu mal irgendwie dann der Meinung ist, man muss jetzt mal genau das so machen, das ist nicht gut. Also entweder immer oder gar nicht und am besten immer mit eigenem Gehirn dabei oder mit eigenen Ideen. Also. Gut, ich gucke mal hier gerade kurz durch. Ja, das sieht aber alles erstmal so aus, wie es ist, ne? Auch vom Bildschirm hier, von der Technik, sollte erstmal funktionieren. Gut, also, dann gehen wir mal rüber auf den Markt. Das sollte auch funktionieren. Und da ist er auch, wie immer, links der DAX und rechts der Dow. Das Ganze im Daily, so dass man erstmal halt einen Überblick hat, was da ist. Mein Schreibtisch ist irgendwie tiefer als vorher. Da muss ich auch noch ein bisschen mich drauf einstellen, beziehungsweise den Schreibtisch noch ändern. Das ist alles noch nicht perfekt, aber ich werde schon irgendwie klarkommen hier. Also, ich habe ja auch einen Blog geschrieben. So gestern hier, da hatte ich mich ein bisschen vertippt, aber man hat es ja trotzdem verstanden. Ich wollte im DAX die 15,789 von unten und dann runter. Das hat so halbwegs funktioniert. Und im Dow die 479 und dann runter. Das hat viel besser funktioniert, wobei die nicht ganz getroffen ist. Sieht man jetzt hier im Daily nicht so gut, aber da fehlt ein kleines Stück. So, und mehr habe ich mich ja dann auch jetzt heute im Blog nicht dazu ausgelassen, außer dass ich gemeint habe, das könnte bei den NFPs eigentlich nochmal heute durchaus eine Nummer deutlicher werden. So, gemeint ist damit, dass ich fast glaube, dass wir heute nochmal komplett nach oben laufen. Beim DAX wäre das dann tatsächlich hier nochmal die 16.000. Denkbar, ja, ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen vermessen oder ein bisschen viel raten. An der Stelle, was ich aber halt für naheliegend gestern schon gehalten habe im Dow, und das habe ich ja auch, ich habe es nicht genau beschrieben, nur gesagt, ich bin der Meinung, das könnte noch mal ein bisschen heftig werden, ist, dass wir halt eigentlich über die 479 tatsächlich noch mal nach oben drüber könnten. Für mich war relevant im Dow hier unten die 33.030 beziehungsweise 33. Moment, weiß nicht, ob man das hier jetzt noch erkennt. Weil das war ja von dem ursprünglichen Long, den ich ja hier, glaube ich, irgendwo gestartet habe, in dem Bereich und ja auch ein paar Tage durchgehalten habe, war für mich die 33.030. Das ist hier die gestrichelte, war für mich halt schon relevant. So, und das ist einfach durchgelaufen und hat auch nie auf diesen Supports hier auf diesen Widerständen aufgesetzt, ne? Das heißt, wenn man das mal hier versucht, so ein bisschen einzufassen, also hier war halt ganz klar Widerstand, da ist er durchgelaufen mit einer kurzen Kerze. Und die 33.030 existiert halt schon ein bisschen länger. Also wenn man sich das halt irgendwie mal ein bisschen schön zeichnen wollen würde, mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Wo ist mein Zeichenwerkzeug? Moment. So, da ist er doch. Dann könnte man, mal gucken, geht das so? Ja, müsste eigentlich gehen, ne? Also, wenn man sich diesen Block hier mal irgendwie ein bisschen, ne, als so ein Gebilde vorstellt, wo halt hier jetzt einfach der eigentliche Widerstand ist, kommend von dieser Geschichte hier, dann liegt er halt jetzt hier auch relativ genau in dem Segment von der 33.030. So, und da ist auch eine lange Kerze durch, die nicht beantwortet wurde. Das heißt, hier liegt dann halt auch eine squeeze-artige Bewegung drin. Das war auch, glaube ich, irgendwie zum Wochenende hin, ist er hier einfach nach oben alles aufgelöst und da gab es halt irgendwie kein Zurück mehr. Ich habe mich sehr gewundert, also ich war ja schon echt glücklich mit der Strecke. Ich glaube, ab hier war es, ab dem Start oder hier noch der kleine Dip habe ich noch eingefangen. Bis dahin weiter wollte ich überhaupt nicht. Ich hätte im Leben nicht dran geglaubt, dass er direkt über 34.000 läuft. Aber gut, nachher ist man immer schlauer. Und ja, weil das Ding hier hat tatsächlich, also die Bewegung hier, meinen Umzug finanziert, lustigerweise. Oder beziehungsweise halt nicht nur den Umzug selber, schon doch noch einiges drumherum. Aber klar, da wäre halt noch der Butler drin gewesen, ne? Daher kommen auch hier die Kommentare mit dem Butler, aber den habe ich so nicht kommen sehen. So, und das heißt, hier haben wir jetzt irgendwie drauf aufgesetzt, auf dieser Geschichte nochmal, auf der 33.033 und der Markt zieht halt nach oben nochmal weg. Ich könnte mir schon vorstellen, gucken, ob das jetzt hier weggeht. Geht? Ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir im Dow dann tatsächlich auch nochmal hier
reinlaufen, nochmal bis da oben hin in dieses Gap. Ja, das ist ein altes Gap hier. Und es tatsächlich nochmal bis dahin schaffen, also deutlich über die 479 drüber. Jetzt einfach mal so als technische Reaktion, weil wir halt einfach hier unten diesen Squeeze oder beziehungsweise die fehlenden Korrekturen in dem Squeeze, den ich jetzt hier nicht ohne weiteres auseinander geklappt kriege, weil die ist erstmal abgeholt worden, die Dinger, ja. So, und das heißt, da fehlt jetzt erstmal nichts mehr. Und von daher könnte der halt nochmal dann da oben hinlaufen. Ist für meine Begriffe möglich, ist jetzt nicht unbedingt ein Muss, ja. Möglich ist es. Von daher tippe ich da jetzt auch erstmal auf Long. Ich habe hier nur so ein kleines Problem mit meinem Konto. Von daher kann ich das jetzt irgendwie nur mit einer kleinen Position, die ich glaube gestern aufgemacht habe, nur noch begleiten. Und ob ich jetzt eine neue Position hier aufkriege, müssen wir halt noch mal sehen. Aber generell wäre das jetzt halt erstmal so das, was ich sage, dass das wäre halt denkbar. Ja, trotzdem bitte mit Vorsicht zu genießen. Kann ja auch genauso gut sein, dass wir hier einfach nur noch mal irgendwo in der blauen Zone hier diese Supports uns von unten angucken und dann doch wieder runterlaufen. Zumal, das gefällt mir natürlich überhaupt nicht in der Betrachtung, dass wir überhaupt gar keine Korrektur haben hier in der Tageskerze. Überhaupt keine. Und früher oder später wird so ein Ding immer abgeholt. Und kann natürlich sein, ne, dass wir jetzt halt einfach hier jetzt nur ein bisschen Übertreibung über die Eröffnung von gestern haben und dann jetzt hier runterklatschen. Von daher ist es natürlich wie immer echt so eine Aussage komplett ohne Gewähr, ne? Ganz wichtig. Aber wie gesagt, wenn es raufgeht, mich würde es nicht wundern, wenn es nochmal ordentlich übertreibt, rauf bis zu 600. Das sind 300 Punkte von hier aus bei den NFPs möglich. Und die andere Variante wäre dann halt eben genau umgekehrt. So, ich würde jetzt mal kurz auf den anderen Schirm wechseln, mal gucken, ob da auch alles richtig ist. So, dass man da halt auch mal irgendwie drauf gucken kann. So, und. So, alright. So, das, ach, Moment, da fehlt noch was. Nee, fehlt nichts mehr. Gut. Also, das heißt, hier sind wir jetzt im M2. Und wie man sieht, habe ich da eine kleine Position jetzt leider schon auf. Ist halt ein bisschen doof, aber okay. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig tragisch, aber gucken wir gleich mal. So, im H1, wenn ich mir den jetzt hier auch mal aufklappe an der Stelle, da sieht man halt auch, relevant wird es wahrscheinlich erst wieder hier oben, ne, in diesem Gebilde. Da ist ja eigentlich der nächste eigentliche Widerstand. Außer, und das ist halt auch klar, wir haben jetzt hier einfach nur eine klassische Trendbewegung. Ja, dann hätten wir hier einmal Trend und dann hier, ich könnte ja auch einfach auf Flux drücken, ne? Da würde ich es wahrscheinlich auch sehen. Mal gucken. Zeigt er mir was an? Ja, genau. Da haben wir es doch. Also hier einmal Bewegung und dann halt hier möglicherweise Korrektur. Und wenn es jetzt doof läuft, kriegen wir einfach die nächste Trendbewegung nach unten. Ne? So, das ist halt dann, wie gesagt, die Kehrseite der Medaille. Das kann genauso gut sein. Ja, so, das heißt, was ich aber halt hier auch sehe, ist, dass wir, ich mache es ein bisschen größer, im H1 hier über dem SMA 20 hängen, der sich halt gerade auch ganz wunderbar nach oben biegt. Läuft zwar jetzt hier irgendwie in den Widerstandsbereich rein und wahrscheinlich, wenn ich hier mal die Messlatte dranhänge, liegen wir hier wahrscheinlich bei einer typischen FIBO-Korrektur von irgendwie 61, beziehungsweise hier genau dazwischen. Das heißt, das hier runter wäre Trendfortsetzung und von daher überhaupt nicht abwegig, ja, gar nicht. Also wenn hier jetzt irgendeiner Short auf dem Schirm hat, bitte nicht von mir irritieren lassen, ja. Ich weiß es ja genauso wenig. So, ich würde aber auch hier nur erstmal nah ranziehen und dann mal gucken, ob da überhaupt irgendwas passiert und wenn nicht, im Zweifelsfalle nochmal irgendwo neu einsteigen. Ne? So, wie gesagt, Trend mehr runter. So, mal gucken, ob das jetzt hier einfach nur ein kleiner Abpraller ist. Ich würde halt fast tippen, ja. Ich mache mal eine kleine nochmal auf. Klein, ja. Klein, 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 klein. Sieht man ja auch. So, und dann mal sehen, was passiert.
Beziehungsweise hier unten die Lows sind jetzt nicht so wahnsinnig klar. Ich hätte den Stop ja auch nicht unbedingt so nahe ziehen müssen. Man sieht irgendwie, es gibt ein bisschen Gegenbewegung, aber mehr halt auch nicht, ne? Das heißt, nochmal, die Chance, dass das Ding einfach am Trend weiterläuft, ist ganz klar da. Man, komm mal, hier fehlt ein kleines Stück. Deswegen ziehe ich den gerade mal weg. Aber hier gesagt, Pipi-Positionchen, ne? So, weil wie gesagt, ich habe mich irgendwie vergessen. So, hier haben wir auch einen Widerstand, der gekauft werden könnte. Und dann müsste das Ding aber nach oben weglaufen. Mehr gibt es hier jetzt eigentlich nicht mehr. Ja, irgendwie nur ein kleiner Rücksetzer. Und dann mal sehen, was passiert. Ist natürlich ein bisschen gewagt, ne? Ganz klar, auch gegen den großen Trend zu halten. Aber sieht ja dann irgendwie nicht so wirklich falsch aus, ne? Nur irgendwie viel zu früh eröffnet, ne? Auch klar. Auch klar. So, aber was natürlich jetzt erstmal hier so nicht schlecht aussieht, ist die Art und Weise, wie jetzt halt hier irgendwie abgeprallt wurde. Das heißt, wenn man das halt irgendwie nochmal verlängern will, kann man das vielleicht im unteren Bereich halt irgendwie machen. Aber mehr halt, also diese Lows dürfen auf gar keinen Fall raus, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist, glaube ich, irgendwie keine gute Idee. So, mal sehen. Entscheidend für mich jetzt halt eben auch, wie immer, der SMA 15 als der erste, der halt irgendwie was zu melden hat. Das ist hier oben rechts. Der sollte natürlich dann halt schon, wenn das Ganze funktionieren soll, dann auch nach oben auflösen. So, M5 ist mir hier so ein bisschen abhanden gekommen. Es sah ja mal kurz irgendwie schon ganz gut aus. Ne, aber ich handle hier ganz klar jetzt erstmal gegen den großen Trend. Ne? Also gegen, wie ich ja gerade gezeigt habe, es wäre absolut legitim, wenn das Ding einfach nur im Trend weiterläuft. Naja, ich halte es aber heute für so, weiß nicht, bisschen tricky, die ganze Geschichte. Und das ist auch hier von bis jetzt. Muss man auch immer dazu sagen, von der Bewegung her sehr, sehr, sehr überschaubar, so dass immer noch die Chance da ist, dass es jetzt irgendwie nur ein kleiner Dip zum Anlauf nehmen war und die eigentliche Geschichte dann halt erst jetzt gleich kommt. Noch ist es sehr verhalten. Man kann natürlich auch irgendwie, wenn man das gemacht hat mit der zu großen Position, einfach rausgehen, ne? Man muss ja nicht unbedingt daran festhalten. So, was? Ich bin mir das Orakel. Gute Zahlen runter, schlechte aus. Jo, das. Schlechte rauf. Rauf. Ja, weiß man nicht. Ne? Im Endeffekt, ich sage ja halt auch immer, ich meine, das ist ja eigentlich schon fast was, was mir nicht gefällt. Und da hat der Lutz jetzt schon recht mit seinem Kommentar. Man sollte nicht anfangen zu denken. Ne? Das ist irgendwie so, oder gute Zahlen muss rauf, ist immer schwierig. So, weil, ne, dann sehen alle, oh, die Zahlen sind ja gut, da gehen wir long. Und dann kommt dann halt leider sowas, wo es dann halt nicht vorwärts geht. Und deswegen gucke ich mir die Zahlen normalerweise erst gar nicht an. Und gebe da halt irgendwie nicht wirklich was drauf. Und so, hier die blaue ist einfach nur Intraday 476 Korrektur, die man hier im Stereo-Trader einfach rein ausblenden kann. Und ob die jetzt hier was zu melden hat, weiß ich nicht. Ich sehe halt hier nur, das ist so dieser letzte. Hier, ne, der letzte Widerstand hier, der ein bisschen deutlicher hier im Bild zu sehen ist. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ja, müsste aber eigentlich gehen. Mehr sehe ich halt hier nicht. So, was man auch mal noch machen könnte, wäre halt hier mal die Woche mal kurz zeigen, wie die aussieht, wo die eigentlich hängt. In der Vorwoche, ne? Also, das heißt, hier hängen wir jetzt auch einfach nur über dem Vorwochentief, dass wir hier aus der Sicht vom Weekly mal kurz angedippt haben. Mehr ist es halt jetzt auch nicht. Und wir hängen unter einem steigenden SMA 20. Das ist eigentlich schon auch fast wieder Grund, ein Grund mehr, warum man die ganze Geschichte hier verteidigen könnte. Aber es muss jetzt halt auch irgendwann mal passieren, ne? Und das heißt, wenn der hier oben rausgeht, könnte man auch drüber nachdenken, auf der Oberseite zu verlängern. Ist zwar natürlich jetzt
vom Kurs her wäre es besser gewesen hier unten, ne, von meinem Break-Even, das ist ja keine Frage. Auf der anderen Seite habe ich dann hier oben aber auch so ein bisschen mehr Gewissheit, dass er halt eben wirklich nach oben will, ne, nachdem er jetzt hier unten dann Luft geholt hat. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn er das jetzt macht, ne, dann können wir auch locker 300 Punkte rauflaufen. Aber machen muss es natürlich schon irgendwann, ne? Das ist halt klar. So, genauso gut kann es sein, dass es hier einfach nur ein Rücklauf auf Anfang war und jetzt doch runtergeht. Ich finde es halt so ein bisschen 50-50. Ich hätte hier aber eigentlich, das muss ich gestehen, da war ich ein bisschen schnell. Ich hätte schon irgendwie so einen kleinen Dip hier abwarten können und nicht direkt hier oben reingehen. Und weil das irgendwie aussah, als käme gleich ein Impuls, das war nicht so very smart. Das ist natürlich schon so. Ja, deswegen hänge ich jetzt hier einfach nur blöd 5 Punkte unter meinem Break-Even. Das ist natürlich ein bisschen unnötig. Das hätte ich mir schenken können. Aber manchmal ist es ja auch eben so, dass er direkt abhaut, von daher. Aber ist trotzdem ist das soweit okay. Also ich denke ja mal, oder das ist ja halt auch immer viel wichtiger, dass das nachvollziehbar ist, wie ich es meine und warum ich es meine. Und nicht nur hier irgendwie an der richtigen Stelle, genau zum richtigen Moment auf den Knopf zu drücken. Das ist zwar schön, wenn man das hinkriegt, aber auch nicht ganz so easy peasy, wenn man da gleichzeitig noch irgendwie alles erklären muss in klein klein, wie das Ganze funktionieren soll. So, also, ja, das hat es richtig erkannt, viel Bewegung ist das nicht. Das stimmt. Da hatten wir schon ganz andere Geschichten zu den NFPs, ne? Was noch einmal, da war ich auch irgendwie, habe ich auch erklärt, so, warum Short an der Stelle und warum einstoppen, irgendwie 10 Kontrakte hingelegt und dann bin ich noch mit 30 Punkten geslippt worden, weil die natürlich wie immer ja halt das Volumen komplett in den Keller geht. Und dann war es ja so schnell in den Trail reingelaufen, das war innerhalb von 10 Sekunden, war dann irgendwie trotzdem vierstelliger Betrag. Dann halt im Plus. Aber von daher, das meine ich halt, ne, war das schon okay, jetzt auch trotzdem hier direkt reinzugehen in den Impuls und da nicht irgendwie zu lange zu warten. So, das meine ich jetzt hier, ne? Hier oben kann man jetzt versuchen, natürlich keine Empfehlung, aber jetzt habe ich halt zumindest so ein bisschen Gewissheit, dass das Ding da unten gekauft werden möchte, ja. Und jetzt halt mal gucken, was passiert. So, ob wir jetzt da oben durchkommen oder nicht. Wir werden sehen. Wie vorhin schon gesagt, mein Fokus liegt als erste größere Timeinheit immer im M15. Und der hat durchaus Potenzial, da die Geschichte jetzt wirklich nach oben aufzubrechen. Jetzt hängen wir hier eigentlich an nur so einem Scalping am R1, ja, also beziehungsweise auf dem Stundenpivot, auf dem Pivot von der Stunde bezogen, der R1, der ist zum Scalpen immer ganz gut für Short, leider. Und ich hoffe aber, dass jetzt hier ein bisschen mehr Volumen reinkommt und dass wir das Ding da jetzt gekauft kriegen. Wer es gemacht hat, kann natürlich auch hier sagen, danke für 30 Punkte und geht raus. Ich würde aber hier jetzt mal nichts tun. Also ich für meinen Teil meine ich und dann jetzt erstmal gucken, ob wir da oben jetzt durchballern können oder halt eben nicht. Ne? So, weil es ist schon relativ schwach. Also das müsste hier schon oh, längst eigentlich hier oben irgendwo stehen. Mal irgendwie 70, 80 Punkte höher auf der 400 und jetzt hier nicht zappeln an so einem R1, der eigentlich so für Intraday irgendwie gerade mal, also für normales, nicht News Trading, aber für normales Trading ganz gut ist, um ein paar Punkte einzusammeln. So, den brauche ich jetzt hier eigentlich nicht unbedingt. Mal sehen. Erstmal drückt es ja da oben rum. Aber es kommt irgendwie nichts hinterher. Das ist so ein bisschen traurig. So, wer ist long, wer ist short, wer ist long? Frage ich mal, mach einfach mal hier ein X in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Verrat auch keinem, wer was ist, keine Sorge. Oh, da kommt ja ein bisschen was
flat, long, 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 long. Einer ist short. Long 35 Punkte plus, ja. Ja, das ist halt echt immer so, ne? Wenn man halt irgendwie immer noch gleichzeitig erklären muss, ist so ein bisschen, manchmal, vor allen Dingen, wenn es dann halt jetzt wie bei mir gerade, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Dann sehe ich dann so irgendwie, oh nein, hoffentlich geht das jetzt nicht irgendwie daneben und dann ist man schon ein bisschen zurückhaltender irgendwie mit nochmal draufdrücken. Ja, weil ich meine, ich hätte ja eher da unten nochmal skaliert in dem Bereich, aber muss ja nicht. So, na also, jetzt kommt ein bisschen was, ne? Jetzt passiert das. Jetzt sind wir hier oben, ne? So, E mal 200. Boah, da hat es gerade so ein bisschen gezuckt. Das heißt, da ist irgendwie gerade auf jeden Fall auch nochmal was aufgelöst worden. Und jetzt muss man halt sehen, ob er hier über die Hochs drüber kommt. Also man kann das natürlich auch schon längst zugemacht haben, ja. So, ich mache das ja hier eigentlich auch mehr zu Demonstrationszwecken, um zu gucken, was das Ding halt wirklich aufgeht. Und jetzt nicht hier, um die Monsterkohle abzureißen. Und deswegen halte ich auch hier den zweiten mal ein bisschen länger, um da das auch so meine Haltung so ein bisschen zu unterstreichen. Ne? So, mal gucken, 41. Ich bin halt wirklich mal gespannt, wie der M15 hier rausgeht. Und für meine Begriffe gehört er hier oben hin. Ne? Also auf, eigentlich mal so kurz unter die 400. Mal gucken, ob er es jetzt wirklich macht. Der hat noch 3 Minuten Zeit. Hier, wie gesagt, sage ich halt nochmal, ne, man hätte definitiv schon lange, lange rausgekonnt. Ne? Man muss das nicht irgendwie mit mir hier aussitzen. Muss man echt nicht machen. Aber ich habe hier so eine winzige Position. Weil, wie gesagt, ich war da mit dem Konto irgendwie ein bisschen langsam. Es ist irgendwie untergegangen, aber zumindest ist ja noch was drauf, so dass man handeln kann und es zumindest vorführen kann. Ne, aber zumindest mal bis hierher von der ursprünglichen Einstellung, hier unten wird es gehalten und es drückt dann halt eben nach oben durch. Von daher war der zweite Long jetzt hier erstmal nicht verkehrt. Aber ich glaube, nach dem Spritzer da oben hätte ich den im Normalbetrieb wahrscheinlich einfach rausgenommen. Und dann halt einfach nur den ersten drin gelassen und dann halt geguckt, was passiert. Aber ich würde das auf jeden Fall jetzt mit dem nächsten machen. Also sollte der M15 jetzt oben rausdrücken, dann würde ich halt die zweite Position manuell separat absichern. Aber so irgendwas passieren darf halt gerne schon noch. Ne? Aber mal gucken, 2 Minuten noch. Und die halten wir mal noch durch. Machen eigentlich der DAX nebenbei. Ja, drückt auch weiter nach oben, ne? Auch hier an das Hoch von vor 2 Tagen. Das passt soweit. Läuft eigentlich fast einfacher. Die ganzen letzten Tage finde ich den halt wirklich nicht schwer zu handeln, den DAX. Wobei der Dow ständig irgendwelche Schlenker macht. Man so denkt so, oh, echt jetzt schon wieder? Und der DAX einfach so relativ recht sauber läuft, ne? Und klar, man darf sich halt nicht verwirren lassen, da habe ich ja auch, ne, nach der Bewegung da habe ich auch im Blog geschrieben, nicht überbewerten das Ding, ne? Das ist nicht irgendwie, weil wir stehen hier im DAX, das war die letzte Aufwärtsbewegung. Guckt euch das mal an, wir haben zwar 16.000 erreicht, ja, so what, ja? Aber ist in der Aufwärtsbewegung hier stehen geblieben und auch mit dem Abpraller ebenfalls immer noch drin. Gestern nochmal kurz drunter und nochmal reingedrückt in diese letzte Aufwärtsbewegung. Das spricht nicht viel dagegen, dass der jetzt einfach komplett nochmal oben durchläuft, beziehungsweise nicht nur da oben dran läuft, sondern wirklich durchläuft und wir dann halt auch in Richtung ATH gehen. Warum nicht? Also, ich finde das halt nicht wirklich wahnsinnig abwegig. So, also hier M15 ist fertig. Ja, so ein bisschen verhalten, ne? Hat er schon geschlossen. Jetzt sollte aber eigentlich noch Impuls kommen. Einmal kurz nach oben über das Hoch drüber und dann muss er halt mal gucken, ob er wirklich dann da oben durchdrückt oder halt nicht, ne? Oder ob wir jetzt hier einfach nur vergammeln an der Stelle, bis dann halt nachher die
die Kasse kommt. Man weiß es nicht. Also ein neues Hoch sollte auf jeden Fall drin sein hier. So, zack, da haben wir es doch. So, aber jetzt sollte man dann halt wirklich hinterhergehen, zumindest mal mit der Hälfte und dann mal sehen, ob der jetzt wirklich oben durchdrückt oder nicht. Ne, einfach knapp hinterher. Und dann hat man das Ding zumindest schon mal safe. Hier kann man auch absichern. Dann macht man nichts mehr falsch. So, komm, nimm mal einen weg. 80 Punkte plus. So. Sieht doch dann, ne, wenn man das jetzt so mal betrachtet, doch recht nice aus. Ich hätte den aber allerdings jetzt auch einfach nur hinterher stoppen können. Aber hier muss jetzt schon ein bisschen was kommen, ne? Weil wir schließen jetzt die Stunde jetzt demnächst auch ab. Das heißt, der muss jetzt hier schon ordentlich was liefern. Wenn wir jetzt hier nochmal irgendwo rumgammeln, ist das halt für meine Begriffe irgendwie nicht wirklich hilfreich. So, also lassen wir den mal laufen, beziehungsweise wenn er laufen will. Ich halte, wie gesagt, natürlich, wenn er jetzt das Ding brechen will, dann gibt's, dann bleibt eigentlich, dann ist hier nichts mehr. Dann ist nur noch hier oben das relevant. Das sind die letzten Highs. Hier bei der 470. Und alles dazwischen dürfte jetzt irgendwie zur Makulatur verkommen. Vielleicht hier noch, ne, weil ja hier in der Stunde die letzten Aufsetzer da waren. Hier sieht man es ja, ne? Also in dem Bereich. 413, ne? Also kann man auch irgendwie eine Runde 400 mit Übertreibung draus machen. Da könnte er jetzt als letzte Bastion nochmal ins Straucheln geraten. Relevant ist aber halt mit der Bewegung hier, so wie ich finde, eigentlich jetzt eigentlich nur noch dieser Bereich hier oben. Ne? So, und wenn er da dran geht, da zu shorten, weiß ich nicht, ne? Das kann komplett nach hinten losgehen. Weil wenn er das Ding aufbrechen will, dann wird der Markt erstmal Folgendes machen. Dann wird er nämlich, zum Beispiel, wenn er hier hinkommt überhaupt, dann wird er erstmal drüber laufen ein Stück. Dann fliegen ein paar Stops raus. Dann kommt er nochmal irgendwie runter, korrigiert dann hier irgendwo und läuft dann halt irgendwie ab da. Oder weiß der Geier wo, dann nach oben weiter. So, das wäre so meine Vermutung, weil das ja halt eben so einfach die Regel ist, dass der Markt sich halt so verhält. Gut, also allen, die mit Long waren, da Glückwunsch, gratuliere ich uns dann einfach mal gemeinsam. War ja bis jetzt nicht so doof und kann halt noch recht gut werden. Deswegen auch hier nur erstmal Hälfte raus von meiner Seite exemplarisch, wie gesagt, nur Mini-Position, aber okay. Aber auf der anderen Seite ist es mit Mini-Position, muss ich aber auch gestehen, ganz schön entspannend im Webinar. Ja, also wenn auch jetzt jemand Short war, ne? Ich habe hier so den Eindruck, ich habe ja vorhin gefragt, wer war Long, schreibt, wer Short, also beziehungsweise, genau, ich habe gar nicht gefragt, wer war Short, also hier geht es jetzt nicht darum zu diffamieren, ne? Aber schreibt euch mal, wenn ihr Short wart, wer war Short? Auch mal kurz irgendwie hier reagieren, weil das ist auch komplett, ich habe es ja vorhin gezeigt, ne? Komplett richtig gewesen, also rein nach Trendmechanik. Ne? Aber das ist halt immer so, auch ich meine, gerade bei Anfängern ist es halt immer schwierig, ne? So, ja, das heißt doch mal, ich soll mit dem Trend gehen, warum denn jetzt irgendwie gegen den Trend? Das ist halt, wie soll ich das sagen? Also, ich habe es ja vorhin hier versucht, im H1 zu erklären. Also, man sieht ja zum Beispiel hier, ne? So, hier so eine Formation. Ewig runter, dann halt hier Widerstand, 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 Widerstand und dann gekauft. Einmal nochmal hier zurückgesetzt und dann durch, ja. Das heißt, der hat ja schon Druck von unten nach oben. Das ist ja hier schon relativ deutlich geworden. Dann als reine simple Indikation, was wir hier haben, ist halt ein SMA 20, der nicht nur gekauft wurde, sondern der auch hier noch bestätigt wurde und sich schon nach oben biegt. Das heißt natürlich auch, im Endeffekt ist ja kein Garant, ja. Es ist ja einfach nur, wie der Name auch sagt, eine Indikation, also halt einfach nur ein Zeichen dafür, dass halt irgendwie sich da gerade was dreht. Ne? Und ein SMA 20 ist nichts anderes als ein Trendanzeiger irgendwie auf die letzten 20 Stunden, dann jetzt in dem Fall. Mehr ist es nicht, ja. Und dann halt hier auch schon recht deutlich, recht hoch in die Korrektur rein. Der kann auch immer noch runterkommen. Das ist keine Frage. Und
Aber das ist ja halt einfach nur so, was nimmt man mit als Indiz dafür, dass jetzt der Markt vielleicht nicht so ohne weiteres Richtung Trend runterkippt, ne? Und das ist halt eben hier diese ganzen aufsteigenden Dinger und jetzt eben ja auch nochmal, dass er halt ja hier da unten gekauft wurde, kurz gedippt und dann über die Hochs drüber, über die Highs drüber, ist ja auch nochmal, ne, so ein Hinweis, weil mehr ist es, wir haben ja im Endeffekt auch nicht mehr als Hinweise, mit denen wir arbeiten können. Und deswegen habe ich halt gesagt, so, ja. Und auch im Daily, wie ich ja eben auch noch erklärt habe, kann ich ja nochmal hier aufs Bild zurückgehen. Bin ich richtig? Ja. So, wie ich ja halt auch im Daily erklärt habe, auch, ne, hier unten die 33.030. Und wir sind jetzt auch hier schon über der Eröffnung und das war ein fehlendes Level in dieser Aufwärtsbewegung von hier, an deren Hoch wir übrigens auch gerade jetzt stehen und versuchen die halt hier scheinbar auch nochmal fortzusetzen. Deswegen absolut legitim, das jetzt nach oben halt dann auch wirklich zu beantworten und da oben nochmal reinzulaufen und dann die eigentliche Richtung wieder aufzunehmen. Ne? So, mehr weiß ich auch nicht. Ne? Das ist dann halt einfach nur immer der Versuch, es richtig zu interpretieren. Das passt. Ja, aber es sind hier echt viele, finde ich richtig gut, die hier mit dabei waren. Lars, Markus, Thorsten, Tanja, Wilhelm, Robert, Thorsten, Werner, anderer Thomas, noch ein anderer Thorsten, nochmal Thomas, also ganz schön viele Thomas hier. Dann der Yüksel, weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich hoffe es doch. Nochmal Thorsten, Birgit, ist immer schön, dass wir auch Damen hier dabei haben und nicht hier immer nur die reine Herrenrunde. Norman, Daniel und so weiter. Ah ne, einer war Short in Gold. Gut, haben wir jetzt hier nicht thematisiert, aber passt natürlich ja dann auch dazu. Alright, so. Also da fragt dann noch einer, wie siehst du es mit den Banken in den USA? Ganz ehrlich, da sage ich immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Es gibt echt Leute, die haben da viel mehr Ahnung davon als ich. Und ich sage mal, es ist gut zu wissen, was man kann. Ich glaube, es ist auch gut zu wissen, was man nicht kann oder was andere besser können. Und von daher, ich bin aber auch nicht so der Fundamentalverfechter, so ganz und gar nicht. Ich gucke halt einfach nur, was passiert oder was ist passiert und was könnte aufgrund dessen, was rein vom Bild her passiert ist, halt als nächstes kommen. Und in der Regel fahre ich ja damit halt auch gut. Und klar, jemand, der halt fundamental unterwegs ist, kann das nicht verstehen. Das ist ja auch jedem selber überlassen. Aber ich sage halt, auf der anderen Seite muss man sich halt auch mal fragen, so, okay, mal angenommen, ich habe irgendwie ein fundamentales Argument für rauf oder runter, egal wohin. Dann sage ich ja nicht irgendwie so als jemand, der eine Entscheidung trifft, so, ah, ich habe die Information, ein Stück habe ich gestern bekommen von der Info, ein anderes Stück heute Morgen. Boah, dann drücke ich jetzt mal auf den Knopf. So, macht da ja auch keiner, würde ich mal behaupten. Das ist ja, wie man irgendwie was einkauft oder verkauft, sondern man guckt ja schon, okay, wo stehen wir denn gerade? Sind wir denn eigentlich gerade teuer oder vergleichsweise billig? So, und was hat man? Den Chart. Man hat ja sonst nichts. Also von daher ist ja auch fundamental, das mag ja alles gut und schön sein, aber man kauft oder verkauft ja auch nicht blind, sondern guckt ja erstmal. Ja, ist es denn gerade teuer oder war es gestern irgendwie vielleicht viel billiger? Und wer hat denn da möglicherweise gestern gekauft? Und vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwie und ne, schlägt ja nicht einfach irgendwo zu, wo es irgendwie gerade gar keinen Sinn macht. Ne? Von daher darf man das schon auch als Fundamentaltrader auf jeden Fall mit einbeziehen. Aber auf der anderen Seite, ich mache es mir dann einfacher. Ich sage so, okay, mich interessiert das alles gar nicht, was die sich da halt ausdenken oder was für Gründe die haben, ja. Die sind ja halt alle viel besser informiert als ich. Dann wahrscheinlich auch fundamental viel, viel besser bewandert. Ich überlasse denen das Denken und ich gucke an, was die treiben und versuche mich halt dran zu hängen. So, mehr ist es ja im Endeffekt nicht, ne? So sehe ich das. Gut, also weitere Bewegungen. Vielleicht noch ganz kurz hier zum Abschluss, weil wir sind ja jetzt eigentlich hier soweit auch durch. Gibt ja eigentlich nicht gerade nicht mehr so wirklich viel Sinn jetzt hier noch irgendwie großartig weiterzumachen. Das Ding ist es soweit erstmal in Bewegung gekommen. Wie man sieht, ich komme aber hier schon wieder zurück. Ne? Ich meinte ja, bis da oben hin, da gehört er eigentlich hin, an die 777, 377, eigentlich in Richtung 400.
Dem kann man jetzt, wenn man will, nochmal Luft geben oder man sagt, okay, komm, ist gut hier, ne? Es sind irgendwie ja mindestens 60 Punkte, die hier rausgekommen sind und lässt es halt. Die Kasse, ja, das ist ja auch mal so ein Ding, was ich eigentlich gerne mache. So, was könnte die Kasse treiben? Ja, so, und die kommen jetzt hier in den Markt rein mit einem ordentlichen Aufwärtsgap, rein aus der Kassabetrachtung heraus. Und Sekunde mal ganz kurz, rein aus der Kassabetrachtung heraus und sehen sich jetzt damit erstmal konfrontiert. Das, wo ist es? Wo ist eigentlich die Kasse? Jetzt halt hier mit einem ziemlich großen Gap. Also unten muss ja irgendwo der Schlusskurs sein. Ja, ne? Also hier, da, so. So, was fängt man damit an? Ist ja erstmal, komm, hol mich ruhig raus, das passt schon. Das ist ja erstmal halt aus Sicht des Kassa, viel teurer als gestern. Was ist jetzt, ne? Und das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich dann halt hier schon so ein bisschen ins Gap reinlaufen, dass wir es aber zumachen, da glaube ich jetzt irgendwie nicht dran. Eher so nochmal hier irgendwo rumstenkern, rumstochern, hier ist der Point of Control, ja dann auch, das heißt also in dem Bereich von 32.200 wäre durchaus legitim für die Kasse, also hier einmal auch kurz unter das Tief sogar drunter gehen, muss nicht sein, aber why not? Vor allen Dingen, wenn halt hier oben das Volumen relativ, ja, so dünn ist es nicht. Sieht man ja hier an, links an der Seite. Ne, also hier natürlich schon deutlich ausgeprägter das Volumen als hier. Könnte sein, ja, dass wir da halt irgendwie nochmal kurz hindippen und dann die Bewegung halt nochmal aufnehmen. Wäre jetzt erstmal so das Naheliegendste für die Kasse. Ne? Aber nicht das Gap besser nicht zumachen, sondern lieber irgendwie auflassen und dann weiterrennen. Weil dann halt eben auch ein paar wiederum in die Knie gezwungen werden, die dann halt hinterher müssen und dann geht es nach oben hin halt schneller. Das ist aber jetzt erstmal auch nur eine Vermutung. Ich denke aber insgesamt schon, dass die Geschichte hier, dass wir uns das da oben zumindest mal angucken. Ne? Also hier die 470 in dem Bereich und dann halt mal sehen, ob das hier, was ich vorhin eingezeichnet habe, ob das so kommt. Halte ich irgendwie für relativ plausibel. Also hier, da ist wahrscheinlich dann, ach genau, der ist. Lustigerweise wäre dann auch hier der SMA20 hier im H1. Also wenn wir hier kurz runter tippen sollten und dann rauf, würde auch dazu passen. Aber das ist jetzt erstmal Vermutung. Das muss man sich natürlich dann angucken. Und dann halt mal sehen, ob er es dann wirklich so macht. Ja, danke Nelson fürs Markieren. Beim Dow das Gap zieht, ja, ne, ist auch eine Frage. Also welches Gap, ne? Das im Daily, was ich vorhin gezeigt habe, das ist schon sehr, recht relevant. Ob denn jetzt hier das Kassa-Gap, habe ich ja gerade erklärt. Ne? So, lasse ich den Long drin. Gut, hat sich ja auch gerade erledigt. Ich bin jetzt erstmal hier raus aus der Geschichte und würde den, wenn der M15 so schließt, ich mache den hier ein bisschen kleiner. Ja, ist glaube ich irgendwie flat erstmal gar nicht so schlecht. Pivotpunkte zum Open. Der A1 funktioniert auch zum Open, zum Beispiel. Also, man muss aber halt viel schneller sein. Also, das heißt, da hat man wirklich auch schon mal, dass der in einer Minute einfach dahin ballert, ja, und dann irgendwie 10 Sekunden, dann 40 Punkte abprallt und dann die nächsten 10 Sekunden halt wieder da ist. Da sollte man dann nicht unbedingt gemütlich warten, irgendwie bis irgendwelche Kerzen fertig sind. Wobei, wenn ich mir das angucke, was wir heute bei den NFPs gehabt haben, wenn das das Volumen für heute ist, dann kann man auch warten. Aber generell guckt es euch einfach mal an, insbesondere der R1, aber auch der S1 auf der Unterseite. Auch super nervig. Ja, zum Scalpen mega, aber halt, wenn man irgendwie durch will, wow, anstrengend. Genau, das mit den Banken hatten wir ja. S&P, ob man das so übertragen kann, also weiß ich nicht. Ne? Gerade mit dem R1 will ich nichts zu sagen. Keine Ahnung. Also müsste man sich mal angucken. Ich würde mal fast vermuten, ja, ne? Aber da ist auf jeden Fall irgendwie gucken und dann weiß man es. So, gut. Ich hoffe, war ja relativ kurz und schmerzlos, dass das Spaß gemacht hat. War ja auf jeden Fall ein guter Start hier heute für mich nach meinem Move, nach meinem Umzug, was mich natürlich freut.
Und vor allen Dingen halt schön zu sehen, dass halt viele dabei waren, die dann eben auch Long mitgemacht haben. Also nochmal, ne, wer Short war, ich frage ja nicht, um irgendwie zu sagen, ja, siehst du, so hättest du mal, auf gar keinen Fall. Ich habe ja auch erklärt, warum warum Short eigentlich absolut richtig ist, ne? Und die erste Bewegung war ja auch Short, von daher ist ja auch alles gut, kann man ja eigentlich nicht viel falsch gemacht haben. So, dann bedanke ich mich an der Stelle und hat super Spaß gemacht. Kurz und schmerzlos und erfolgreich. Und viel mehr kann ich dem jetzt gar nicht hinzufügen. Außer, dass wir sehen uns in 2 Wochen, Nelson, ne? Genau, übernächsten Dienstag. Wenn du aber magst, genau, das hatte ich schon gesagt, oder wenn ihr mögt, können wir auch das ausgefallene Webinar nachholen. In welcher Form auch immer, ob wir es jetzt irgendwie nächsten Dienstag machen oder dann halt irgendwie einen doppelten Dienstag danach. Das sehen wir, aber können wir sehr, sehr gerne machen. Weil, wie gesagt, ich musste letzte Woche absagen, nicht letzte Woche, sondern diese Woche am Dienstag absagen, wegen des Umzugs, weil halt hier einfach noch alle Kartons übereinander gestapelt waren. Also können wir gerne machen, können wir ja nochmal irgendwie drüber reden, Nelson. Ja, gerne. So. Vielleicht machen wir mal eine Nachmittagssession. Oder so, genau. So, und da hat er sich auch schon gemeldet und darf auch sehr gerne das letzte Wort übernehmen. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle ganz herzlich. Habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf. Freue mich, dass ihr alle da wart, dass es wie immer gut besucht war. Aber der Nelson hat das letzte Wort. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, aber im Grunde genommen hast du schon alles gesagt. Vielen Dank, Dirk, für das Webinar, dass du auch den Termin wahrnehmen konntest mitten im Umzug. Und vielen Dank an alle, die natürlich heute live dabei waren. Ja, Dirk und ich, wir besprechen uns mal, wann wir vielleicht dann den Termin nachholen. Wäre natürlich super, würde ich mich auch freuen. Ansonsten, wie gesagt, mit Dirk planmäßig in 1,5 Wochen. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag, ein schönes Wochenende. Und passen Sie auf Ihre Positionen auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.